Und damit herzlich willkommen zurück bei Deponia Doomsday. Es ist viel Zeit vergangen, seitdem wir bei dieser komischen Reise waren. Und ja, alle tot, außer hier ist doch noch was Nahrungsähnliches. Meine Erdnussbutter hat sich mit der Zeit zu Tachyonenkäse verwandelt. Muss Ziegenmilch gewesen sein. Das Einhorn schreddert sich durch die Musikbox. Aber ich habe keine Ahnung, was wir hier noch machen sollen. Nee. Ohne Hilfsmittel kriege ich das wohl nicht wieder auf. Hilfsmittel. Mit dem Motor und dem Tachyonkäse können wir ohne nichts machen. Rita hat nichts zu erzählen. Garagentor geht nicht auf. Jukebox ist Schrott. Wir können eigentlich nur dahin. Beet. Hier wächst gar nichts mehr. Ja, wir können ja nur durch das Portal da durch, aber das bringt doch nicht viel. Ich habe echt keine Ahnung, wo es weitergeht. Hier kann man so viel machen, bringt aber nichts. Was sind das für Dinger? Und warum sind sie mir nicht schon vorher aufgefallen? Man kann nur zurück. Ja, Bohndose. Du bist, was du isst. Demnach wäre Macronicle ein grünes Stangengemüse, das sich unter einem Aluminiumdeckel versteckt. Warte mal. Da kommt mir doch eine Idee. Ist zwar Munitionsverschwendung, aber... Lol. Okay, die Munition kommt immer wieder zurück. Das ist schon mal gut. Oh nein, so ein Unglück. Jetzt ist die Dose doch glatt in seiner Manteltasche gelandet. Wie soll ich denn da jemals wieder rankommen? Tote Hose. Offensichtlich gelte ich noch als in der Zwischenzeit. Tja, aber wenn das in seiner Manteltasche gelandet ist, dann ist ja die rein theoretisch... Sei doch. Du bist, was du isst. Demnach wäre Macronicle ein grünes Stangengemüse, das sich unter einem Aluminiumdeckel versteckt. Also hat das... warte mal, der zerschreddert da ja alles. Rein theoretisch müsste das ja klappen. Das Einhorn zerschreddert die Datasetten wie Butter. Vielleicht ist dieser Ring doch wertvoller als gedacht. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt ist eine Bohne. Memo an mich. Schmalhans feuern, Küche neu bemeistern. Rita, willst du eine Bohne? Ich habe uns was zum Beißen organisiert. Iss nur. Du bist noch jung und musst bei Kräften bleiben. Zeig mal deinen Finger. Iss nur. Iss, mein Kind. Sie ist vom Alter gezeichnet. Aber das Alter hätte lieber auf seine Eltern hören und eine Banklehre machen sollen. So. Was passiert denn jetzt eigentlich, wenn wir den hier machen? Wird Zeit, dass hier wieder mal was wächst. So, und nun heißt es warten. Ich sehe hier kein Potenzial, weder für Portale, noch für einen florierenden Gemüsegarten. Das funktioniert aber noch prächtig. So, hier wird zwischengespeichert. Aber nu? Motorhaube, Motor. Oh, Motorhaube zugemacht wieder. Okay. Ich könnte nochmal so einen Knochen mitnehmen. Der könnte doch die Garage wieder aufhebeln, oder etwa nicht? Rein probieren könnte man's. Ja. Schön. Können wir hier noch irgendwas anschießen? Er wüsste bestimmt, was jetzt zu tun ist. Natürlich. Bei denen sehe ich nicht viel Potenzial. Bei denen sehe ich nicht viel Potenzial.
Bei denen sehe ich nicht viel Potenzial. Warte mal. Rufus, Zeitreisender, Wedding Planner, Temporaler Heckenschutzer. Laber nicht. Mach mal. Nichts Neues zu erkennen. Was labert der denn eigentlich für eine Gülle? Entschuldigung. Von hier aus komme ich da nicht ran. Aber wozu auch? Das Tor ist ja schon offen. Jetzt bin ich verzweifelt und probiere immer irgendwas. Dafür brauche ich nur meine Finger und immer zwei Finger breit Feta im Tank. Na, wenn du das sagst. Ein Profi wie ich überreißt sogleich. Diese Nupsis erfordern ein spezielles Werkzeug. Einen Nupsilator. Natürlich. Das Portal ist schon offen. Studentenrufus, Pumpe. Da will er aber nichts machen jetzt weiter, ne? Das Inventar ist auch für den Arsch. Wie kriegen wir diese Bohne hier zum Wachsen? Da muss ja wieder Zeit vergehen. Nur. Irgendwie bezweifle ich, dass es sich durch Drohungen einschüchtern lässt. Das ist nicht der Schlüssel zur Lösung all meiner Probleme. So, wie lassen wir jetzt nochmal Zeit vergehen? Ich sitze ja hier im Grunde fest, weil die Garage nicht aufgeht. Ach Gottchen, was machst du nur mit mir, Spiel? Aha, meine Erdnussbutter hat sich... Ja, das kennen wir ja schon. Mann, ich bin verzweifelt. Das merkt man überhaupt nicht. Das Portal, das in Macronicles Labor führt. Leider außer Reichweite. Das Portal, das in Macronicles Labor führt. Leider außer Reichweite. Ja, muss doch noch irgendwas sein, verdammt nochmal. Nichts Neues zu erkennen. Lügt doch hier nicht rum. Muss was sein. Aber die Motorhaube wieder zu, sonst labert er nur über den Käse, so ein Käse über den Käse. So, jetzt machen wir mal das Ding wieder zu. Gehen mal hier so links. Ich glaube, das habe ich in der letzten Folge schon gemacht, aber ich bin verzweifelt. Nichts Neues zu erkennen. Ach, das ist doch ein Huhn. Ich knall die Alte hier ab, du. Das gebe ich ihr lieber nicht. Mir gefällt nicht, wie sie sich die Lippen leckt, wenn ich meinen Bauch ausstrecke. Warum ist das Spiel so gemein zu mir? Oder warte mal. Enttäuschend. In der einschlägigen... Er hat die Bohne wieder mitgenommen. Warte mal. Ich bin verzweifelt. Ich probiere einfach mal jetzt aus. Weil da, so wächst ja da nichts. Zur Einweihung etwas Saatgut für seinen Gemüsegarten. Und schwupp. Ha. Boah, das ist doch wohl nie... Das ist doch ein Hohn, ey. Herr Rufus, endlich! Wir hatten schon gar nicht mehr mit Ihnen gerechnet. Wieso? Wie lange war ich denn weg? Über eine halbe Stunde. Nur, in der Zwischenzeit sind mittlerweile Jahre vergangen. Dafür haben Sie sich aber gut gehalten. Nicht einmal die Klamotten haben Sie gewechselt. Ich selbst war nicht lange dort. Ich steckte noch in einer anderen Zeit fest. Aber Grohl, Macronicle und Drüsenunfall? Ich fürchte ja. Aber wir sind doch Zeitreisen, richtig? Wir können zu einem früheren Zustand der Zwischenzeit zurückkehren, oder? Was sind das für Dinger? Das sind Tachyon-Ventile. Ach ja?
Und warum sind die mir vorher nicht aufgefallen? Keine Ahnung. Müssten sie vielleicht eine Brille tragen? Herrje, du klingst schon wie mein Optiker. So, wie benutze ich die jetzt? Tachyonventile, Pumpe. Aber Herr Rufus, jetzt bringt das doch nichts mehr. Sie müssen das vorhin gemacht haben. Weiß ich doch. Ist doch voll easy alles. Was passiert denn, wenn ich jetzt nochmal reinspringe? Ah, da sind die Bohnen. Warte mal. Ah, jetzt geht das nicht mehr. Meine kleine Erfindung kann ich später immer noch der Forschung zur Verfügung stellen. Noch brauche ich sie. Okay. Nichts Neues zu erkennen. Ich gehe nicht, bevor ich weiß, wie ich in die richtige Zeit zurückkomme. Denk nach, wie komme ich in die richtige Zwischenzeit zurück? Es muss einen Weg geben. Gab es dort noch mehr Portale? In Reichweite? Eigentlich nur das kleine da. Aber das ist zu schmal. Und wenn ich ihn durchgreife, sehe ich nur die Szene von vorhin, wo Drüßbert durch das Loch gefallen ist. Na, da haben wir es doch. Die Löcher sind offenbar nur eine halbe Stunde Realzeit auseinander. Wenn Sie sich beeilen, könnten Sie von der anderen Seite aus durch das kleine Portal nach vorhin gelangen und sich selbst durch das große in die Zwischenzeit folgen. Kann mir irgendwer dieses Nerd-Gefasel übersetzen? Ach, so ist das. Da gibt's nur noch ein Problem. Das Portal ist zu klein. Ich komme nicht durch. Und ich glaube, ich weiß mittlerweile auch warum. Die Tachyonventile sind nicht weit genug aufgedreht. Hier, nehmen Sie meinen Tachyonventilschlüssel. Dein was? Damit sollte es gehen. Hey. Es geht voran. Juhu. Aber Herr Rufus, jetzt bringt das doch nichts mehr. Sie müssen das vorhin gemacht haben. Weiß ich doch. Ist doch voll easy alles. Naja, springt der jetzt. Wünscht mir Glück. Beeilen Sie sich. Mit jeder Sekunde, die Sie außerhalb der Zwischenzeit verbringen, ist vorhin auch wieder Zeit vergangen. So. Huch. Ja, das war lustig. Ach, die guten alten Zeiten. Naja. Katze dreht wieder am Zeiger. Immer wenn ich aufnehme, ey. Aua! Was glotzt ihr denn so? Herr Rufus? Aber Sie sind doch gerade erst durch das Portal gesprungen. Ja, und? Ist doch logisch. Sag mal, passt ihr nicht auf? So, oh, das Ding ist jetzt wieder weg. Au. Ich bin wieder in Paradox City. Aber zu welcher Zeit? Die Hochzeit. Sie hat bereits angefangen. Jetzt aber schon. Zickig. Stopp die Hochzeit! Rufus, was tust du hier? Ich hol mir mein Mädchen zurück. Das ist doch dein Mädchen also? Was genau macht mich denn zu deinem Mädchen, ha? Huh? Dass du mich hier hast sitzen lassen? Dass du dann für mehrere Jahre verschwunden bist? Dachtest du wirklich, ich würde hier rumsitzen und auf dich warten? Meine Fresse, wir kennen uns gerade mal einen Tag. Ich kenne dich schon viel länger. Einen Scheiß kennst du. Du meinst die andere Goal. Und auch die hast du sitzen lassen. Sie hat mir alles erzählt. Mag sein, dass ihr damals eine tolle Zeit hattet, aber ich bin nicht sie. Meine Güte, du bist ja eifersüchtig. Was? Du verdammter... Na! Goal, warte! Bravo, gut gemacht. Ich dachte, wir sind Freunde. Mir geht's auch gut. Danke der Nachfrage. Außerdem habe ich die Sache hier voll im Griff. Lass mich einfach mit ihr reden, okay? Aber beeil dich, die Met-Torte wird bereits kalt. Met-Torte, geil. Blau. Aha, ich sehe Potenzial. Oh, Met-Torte, wie geil. Ich will auch.
du, Goal? Hau ab! Kapier endlich! Es ist zu spät für uns. Nein, das hast du falsch mitgekriegt. Die Trauung wurde nicht vollzogen. Alles ist gut. Sag mal, hast du einen an der Waffe? Ich weiß ja, du bist schwer von Begriff. Darum spreche ich ganz langsam, okay? Ich wohne seit über 2 Jahren in Paradox City. Dich kenne ich gerade mal einen Tag. Das hier ist jetzt mein Zuhause. Aber das geht doch nicht. Wenn die Zeit wieder läuft, wird es diesen Ort nicht mal mehr geben. Das ist mir egal. Okay. Ich verstehe langsam, was hier los ist. Du bist sauer, weil ich dich allein gelassen habe. Aber schau doch, es hat sich gelohnt. Was soll das sein? Tachyonenpfeile. Damit kann man Portale öffnen. Wir können endlich aus dieser Todesfalle hier entkommen. Was zum... Du hast es echt nicht verstanden, oder? Ich werde heiraten. Ich brauche keine bescheuerten... Goal, nicht! Hier gibt es... Portale. Na super. Halte durch. Ich bin schon unterwegs. Aua. Hey da, wo ist das Timepod? Och nö, wie sollen wir denn jetzt je wieder zurückkommen? Oh. Aha, ich sehe Potenzial. Einmal das, einmal da hinten. Okay. Na, dann wollen wir mal. Ha, Treffer! Wer sagt's denn? Wurde echt Zeit, dass hier mal wieder was funktioniert? Hm, da unten ist auch eins. Okay. Das ist zu weit weg. Außerdem will ich nicht schon wieder versehentlich eine Waffenruhe brechen. Das letzte Mal hat es mir den ganzen Urlaub versaut. Nimm ihm das denn. Weit weg. Okay, der feine Herr. Der hätte auch automatisch dahin gehen können, die faule Sau. Mann, Mann, Mann. Aber ich gehe nicht ohne Goal. Weiß, wen sie sonst noch alles heiratet. Das ist nicht ihr Partygesicht, so viel steht fest. Gute Neuigkeiten! Ich habe einen Weg hier rausgefunden. Hat da jemand was gesagt? Ich sehe gar niemanden. Oh, jetzt hör doch mit dem Babykram auf. Wir können zurück in die Zwischenzeit. Das muss doch auch in deinem Sinne sein. Ach, Monsieur Wedding Crasher will mir erklären, was in meinem Sinne ist? Goal, ich bin untröstlich. Ich wollte doch nicht, dass wir hier landen. Auch wenn die Entführung der Braut genau genommen zu den traditionellen Aufgaben eines Trauzeugen gehört. Ich weiß doch, dass du diese Dinge nicht mit Absicht machst. Und dass wir hier festsitzen, habe ich selber verbockt. Aber für einen Zeitreisenden ist dein Timing echt unterste Schublade. Während du fort warst, hat mir die alte Goal viel von dir erzählt. Sie sagte, dass du zurückkommen würdest und dass ich Geduld haben soll. Sie sagt, du hättest ihr beigebracht, niemals die Hoffnung aufzugeben. Aber alles, was ich dachte, war, dass ich nicht so enden will wie sie. 2-mal bist du einfach aus ihrem Leben verschwunden. Aber immer, wenn sie gerade akzeptiert hat, dass du nicht zurückkommst, tauchst du doch wieder auf. Wie soll man denn damit umgehen? Ist das so eine Masche von dir? Und jetzt ziehst du die gleiche Chose bei mir ab. Das macht also insgesamt schon 3. Und deswegen willst du jetzt lieber in der Wüste versauern? Na komm schon. Sagt man nicht, alle guten Dinge sind 4? Puh, die hat ja wirklich eine Scheißlaune. Na, ist das gut? Na, ist... Das ist doch mal Sprichwort. Das Schwierige an der Kokosnussernte ist, die Frau auf die Palme zu bringen. Den Rest erledigt die Schwerkraft, ne? Echt jetzt? Wenn das so ist, habe ich echt einen Lauf. Meine den Rufus. Meine den Rufus. Rufus. Du Vollpfosten. Das ist zu weit. Oh, Alter. Erkennst du mich denn nicht? Ich bin's. Go. Nie gehört. Aber ich kann dich ohnehin nicht reinlassen. Befehl ist Befehl. Das ist doch...
Probleme? Die Brücke nicht runterlassen. Dann hat er dich in dieser Zeit offenbar noch nicht kennengelernt. Keine Sorge, das wird er gleich. Ist wohl doch nicht so toll, der Typ, was? Ich scheine ein Händchen für Idioten zu haben. Stimmt. Erst Cletus, dann er hier. Du suchst dir wirklich mit großer Treffsicherheit die größten Napfsülzen aus. Das sagt der Richtige. Der ist doch die Allergrößte. Naja, wir machen weiter in der nächsten Folge. Tschüss.